Jo Leute, was geht? Heute zeige ich euch den neuen Waffenspielmodus in Cold War Zombies. Das Ganze ist im Ansturmmodus, der mysteriöse Munitionsmodus, und er ist wirklich, wirklich ziemlich geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich zeige euch jetzt eine coole Runde aus dem Stream. Schaut da auch gerne vorbei, falls ihr da nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten lasst auch gerne diesem Video ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In nächster Zeit werden wieder viel mehr Videos kommen. Und jetzt, Leute, viel Spaß mit dem Video. Wir starten dann einfach direkt mit dem Ansturm mysteriöse Munitionsmodus. Und ich glaube, ich spiele aber privat. Okay, wenn man privat spielen will, muss man hier auf Ansturm gehen und dann haben wir hier den mysteriöse Munitionsmodus. Let's go! So wie es aussieht, haben wir keine Waffe. Wir nehmen natürlich den rasenden Wächter, weil es natürlich sehr wahrscheinlich auch wieder einen unsichtbaren Zombie gibt. Und da brauchen wir auf jeden Fall rasender Wächter und lol. Neue Waffe wird gewählt. Hä, wie cool ist das denn? Okay, nice. Direkt erstmal snipen mit der Swiss. Ey, das finde ich richtig cool, wie das auch animiert da wurde. Das sah ziemlich cool aus. Mit der Swiss zu starten, ist natürlich auch noch entspannt. Aber wenn du die mal mitten in der Runde hast, dann kann es kritisch werden, ne? So, neue Waffe wird gewählt. Ey, das ist ziemlich cool. Was haben wir? Was haben wir? Jawohl, Messer. Es ist noch in den ersten Runden sind diese Waffen gar nicht so schlimm. Aber wenn du die Waffen dann irgendwie in Anstieg 50 oder so hast, dann ist das ein bisschen unentspannter. Aber damit auch ein cooler Modus. Und so wie ich gehört habe, werden die Waffen auch immer laufend upgegradet, gepuncht. Imagine sowas in einem rundenbasierten Modus. Aber es ist schon cool, dass es für Ansturm gibt. Man kann auch Baupläne auf jede Waffe machen. Okay, das ist ein Big Call. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die Baupläne so, wie sie kommen. Wenn man nämlich selber jedes Mal seinen besten Bauplan drauf machen kann, wäre es irgendwie auch zu einfach und zu uncool, oder? Ich nehme auf jeden Fall die vorgegebenen Waffen immer. Dann ist das nämlich auch ein bisschen spannender, ne? Oh, Gehstock. Okay, es gibt so viele Nahkampfwaffen in dem Spiel, ne? Ey, wie cool ist das bitte, wenn man drüber nachdenkt? Warum haben sie diesen Modus? Den Modus, den kannte ich gar nicht. Ich habe es auch nie mitbekommen, dass es den irgendwie für Playsy gab, den Modus. Krass. Der Modus ist eine klare Plus 1, oder? Also damit haben wir was richtig, richtig Geiles rausgebracht. Also ich habe jetzt erst 3 Runden jetzt gespielt, aber ich sehe jetzt schon, dass das hier Bock macht. Weißt du, das wird richtig Bock machen, weil es so ein Random-Faktor ist. So fühlt sich eine Runde dann jedes Mal anders an, weißt du? Du hast etlich viele Maps zur Auswahl und du hast etliche Waffen, die halt jede Runde random sein können. Ziemlich cool. So, was haben wir als nächstes? Können wir mal eine Schusswaffe haben? Die Marshall. Okay, bis jetzt haben wir echt muchige Waffen. Oh, wir haben jetzt schon mal Rüstung und Selbstwiederbelebung ist natürlich sehr big. Als erstes Perk ist das ultra wichtig. Also für High Round haben wir schon mal einen guten Start. Oh, wir haben sogar hier diese Granate. Die Marshall, dann imagine die Marshall irgendwie in Runde 50. Da bist du ja voll am Barsch. So, jetzt haben wir immer noch ungewöhnlich. Nee, ein Baseballschläger, ein Grün. Immer noch Runde 7. Hallo? So, selten. Das heißt, eine blaue Waffe bekommen wir jetzt. Was haben wir jetzt? Ah, die ist auch noch gepuncht. Okay, okay, okay. Also ab Runde 10 hast du ein ordentliches Upgrade. Das ist was ganz, ganz anderes. Einfach Waffenspiel. Das ist wirklich wie Waffenspiel. So wie man sich das vorgestellt hat immer. Man hat sich immer Waffenspiel in Zombies gewünscht. Okay, im rundenbasierten Modus wäre es vielleicht ein bisschen cooler. Aber ich finde es irgendwie im Ansturmmodus jetzt auch gar nicht so verkehrt. Der Ansturmmodus ist auf jeden Fall gut dafür geeignet, ne? Hier muss man sich auch um nichts kümmern. Den kann man so ganz entspannt zocken. Man kriegt Perks hinterhergeworfen. Man muss nicht punchen. Man muss nichts machen, außer Zombies killen. Ist auch ganz cool, denke ich. Frag ich mich immer noch, warum dieser Modus nie in Vanguard dazu gekommen ist, obwohl das eigentlich ein voller Erfolg war, der Modus. Scharfschütze, okay. Das Ballistic Knife. Guck mal, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Das ist schon sehr nice. Ich glaube, ich habe den... Das gab es Season 3 und seit Season 3 habe ich es nicht mehr gespielt. Also ich habe wahrscheinlich ein Jahr lang keinen Ballistic Knife mehr gehabt. Aber das ist halt sehr, sehr random, was du halt für Perks hier in dem Modus bekommst. Dieser Modus an sich ist einfach so komplett random und spielt sich wirklich jede Runde anders. Das Witzige ist, die wollten das ja mit Vanguard Zombies so hinbekommen, dass dieser Modus sich jede Runde anders spielt, aber das war genau das Gegenteil. Vanguard Zombies fühlt sich jede Runde gleich an und sowas wie Ansturm, wo sie das gar nicht als Ziel hatten, dass sich jede Runde anders anfühlt, fühlt sich komplett anders an jede Runde.
Wahnsinn. So, Privatdetektiv haben wir. Jetzt haben wir sogar schon Munimods auf den Waffen. Wir haben Pack-a-Punch 2 und eine lila Waffe und das in Runde 15. Aber wir haben halt so eine Magnum, die absolut bad ist. Aber jetzt zieht sich die Runde schon ein bisschen länger. Also wenn du eine Waffe hast, die nicht ganz so geil ist. Merkt man. Okay, aber man kriegt ziemlich oft Insta-Kill. Halleluja, ich habe jetzt dreimal Insta-Kill bekommen. Hintereinander, WTF. Aber mit der Waffe ist das gar nicht so verkehrt, ne? Da freue ich mich über jeden Insta-Kill. Was? 4 Insta-Kills in einer Runde? Hä, Bro? So, wir haben es geschafft. Die Runde hat sich gezogen, trotz dass wir 4-mal Insta-Kill hatten. Oh, wir haben den Tampa. Aber leider haben wir kein PhD, weshalb wir ein bisschen trainen müssen. Sonst machen wir uns selber zu viel Schaden. Aber wir haben auch Hirn voll, ne? Was ziemlich cool ist. Aber ich werde einfach ganz klassisch hier die Leute hier trainen. Und dann einmal da reinlunzen und dann sind sie alle down. So, zack. Aber das ist halt easy mit dem Tampa. Eigentlich brauche ich das gar nicht so. Train, du kannst sie auch einfach auf Distanz killen. Zack, zack. Tampa ist halt komplett broken. Vor allem, wenn er schon Punch 2 ist. Ach, jetzt auch nochmal Insta-Kill. Weil das natürlich auch ganz notwendig ist, weil der so wenig Schaden macht, der Tampa. Wir sind jetzt Runde 25. Ach, eben in Runde 25 haben wir halt auch die Maxed-Waffe bekommen. Also Stufe 3 Pack-a-Punch und legendäre Waffe hat man dann auf Stufe 25. Wir haben jetzt ein RPG, aber wir haben halt PhD. Damit ist der RPG richtig, richtig geil. Also da kann man sich drüber freuen, wenn man hier den Raketenwerfer bekommt. Neue Waffe wird gewählt. Kopfkanone. Oh Gott, nein, das ist die schlechteste Waffe, die man bekommen kann. Oh Gott. Nein, 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 die Kopfkanone. Die ZRG, Freunde. Guckt euch das an. In dem Fall kann man halt auch mal so eine Kriegsmaschine zur Hilfe benutzen. Aber ich will irgendwie will ich das nicht machen. Oder man kann natürlich auch PhD zunutze machen, was halt auch übel... Okay, vielleicht auch nicht. Man kann auch PhD zunutze benutzen, zack. So, das wollte ich zeigen. Also es gibt viele Sachen, die man machen kann, um diese doofen Waffen herumzugehen. Zum Beispiel auch einfach nur die Zombies boxen, wenn man Insta-Kill hat. Geht natürlich auch. Aber man kann auch einfach nur diese wunderbare Waffe selber zocken. So, damit haben wir die Kopfkanone auch erfolgreich abgeschlossen. Joe klingt. Was geht? Grüß dich. Grüß dich, Meister. Alarm. Hallo, hallo, hallo. 6 Leben. Da habe ich zu lange auf den Chat geguckt. Hilfe. Die Break. Oder Die Break. Ich weiß es nicht. Ist das ein denglischer Name? Oder ist das ein englischer Name? Weil eigentlich sind das immer deutsche Waffennamen. Wisst ihr, was ich meine? Die OT ist auf jeden Fall eine wilde Waffe. Oh mein... Hä, Bro? Warte mal. Wie bin ich gerade random gestorben? Ich war ja instant down. Weißt du, wenn du einmal nicht aufpasst, das ist jetzt richtig, richtig bad. Also man muss die ganze Zeit wachsam bleiben, ne? Du kannst hier nicht rumalbern. Hier mal ein bisschen Firlefanz machen, hier mal dit, mal dit. Das geht hier nicht. Also so viel Damage auf die Zombies machen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben tote Leitung. Tote Leitung ist halt auch ultra wack. Ey, guck mal, wie wenig Damage wir machen. Hallo? Wir sollten vielleicht einfach nur mit Semtexen spielen. Ja, die sind ein bisschen effizienter. So, jetzt muss der down gehen. Komm schon, Junge. Hallo, alter Schwede. Nee, wir nehmen nicht die Handkanone. Wir haben jetzt Deadshot endlich wieder. Machen mehr Damage. Wir haben uns zurückgekämpft, Freunde. Noch eine Elite und dann haben wir den Bauplan. Ob das nicht funktioniert hat gerade, PhD. Also manchmal kann PhD auch dein Todesurteil sein. Das gibt's doch nicht. Hallo. Oh nee. Ach Mann, Mann, Mann. Das wird jetzt ein Krampf. Jetzt Elite-Einheit ohne Perks. Super. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich die größte Muchwaffe. Imagine. Hilfe, gönn doch einmal. Oh nein.
Das ist nicht gut, Chat. Das ist nicht gut. Oh. Ist Kryo nicht auf die Ads, Alter? Was ist mit ihm? Oh mein Gott. Slider-Son, Junge. Ich darf mich immer noch nicht von dem hitten lassen. Das ist der übelste Endgegner. Also es hätte noch schlimmer sein können, aber das ist schon hart doof. Ja, das war voll ver... Slidet zu viel rum. Ob die das... Als ob der das hier überlebt? Diese Granate war gerade so wichtig. Oh mein Gott, ich dachte, ich mache jetzt den Knife-Finish. Imagine. Komm her, Junge, das war der übelste Endgegner, Alter. Wir haben es geschafft. Eigentlich sollte jetzt hier ein Bauplan erscheinen, den wir dann bekommen haben. Aber anscheinend kam der Bauplan jetzt nicht. Keine Ahnung. Let's go, ey. Was war das für ein Endgegner? Eigentlich sollten wir jetzt einen Bauplan bekommen haben. Ich wollte nämlich bis Runde 60 spielen, weil man dann 20 Elite-Anstiege absolviert hat. Aber, keine Ahnung, wo der bleibt. Überlebe 20 Elite-Anstiege mit mysteriöser Munition. Also du musst... Ich habe doch gerade 20 gehabt. Ich verstehe es nicht. Irgendwie hat es bei mir nicht gezählt. Wie ist es bei euch? Also bei mir hat es gar nicht gezählt. Ich habe jetzt 20 gemacht. Okay, dann nicht. Naja, aber das war der Waffenspielmodus. Ultra, ultra geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und werde ich auf jeden Fall direkt weiterzocken.